Der internationale Motorradrennsport ist um einen großen Gönner, Idealisten sowie einmaligen Menschen ärmer geworden. Mike Krausers Leben drehte sich fast ausschließlich um den Motorsport. In den 60er Jahren saß er selbst im Sattel seiner vielgeliebten Gespanne und kurfte sehr erfolgreich um die Sandbahnen Europas. Als er seine aktive Rennlaufbahn aufgab, widmete er sich weiterhin in erster Linie um den Seitenwagensport. Während der ganzen Rennsaison sah man ihn bei seinen Fahrern, die er mit allen Mitteln unterstützte. Lang ist die Liste der Fahrer, die er unterstützte, von Otto Haller mit seinem BMW-Gespann bis hin zu den Franzosen Alain Michel und den Schweizer Rolf Biland mit Kurt Waltisberg, die für Mike Krauser dreimal den Weltmeistertitel erkämpften. Auch die Deutschen Werner Schwärzel und Andreas Huber wurden mit den weltbekannten Krauserfarben viermal Vize-Weltmeister und 1982 zum ersten Mal Weltmeister. WM-Wertung. Als Toni Mang 1980 ohne Werksvertrag praktisch auf der Straße saß, da hatte Mike Krauser auch für ihn ein offenes Ohr. Er nahm ihn in seinen Rennstall auf, wo sein Mechaniker Sepp Schlögl jede Unterstützung bekam, um die alten Kawasaki-Motoren neu zu überarbeiten, sodass sie dann besser liefen als die neuen Werksmotoren. Toni Mang dankte es Mike Krauser mit seinem ersten Weltmeistertitel in der 250 Kubikzentimeter-Klasse. Aufgrund dieses Erfolgs bekam der Toni 1981 wieder einen Werksvertrag bei Kawasaki und später auch bei Honda. Toni Mang wurde fünfmal Weltmeister und somit Deutschlands erfolgreichster Motorradrennfahrer aller Zeiten. Auch das verdanken wir dem unvergessenen Mike Krauser. Mit einer kleinen Privatmaschine landete er gleich hinter dem Fahrerlager. Von hier aus beobachteten er und sein Pilot Toni Mang beim Rennen. Felix gewann vor Toni Mang. Der Toni war an diesem Tag sehr gelassen. Überwältigend war 1980 der Empfang, den die Inninger ihrem Toni Mang und Sepp Schlögl entgegenbrachten. Auch Mike Krauser wurde neben dem ersten Bürgermeister von der Menge umjubelt. Auch bei den ganz Kleinen war Mike Krauser ganz groß. Als die Firma Kreidler in Konkurs ging, kaufte Krauser kurzerhand den Rennstall samt den Spezialisten Herbert Rittberger auf. Stefan Dörflinger wurde so Krauser Werksfahrer und 1983 letzter 50 Kubikzentimeter Weltmeister, denn danach wurde diese Kategorie durch die 80 Kubikzentimeter Klasse ersetzt. Dann konnte Mike Krauser die Firma Zündapp für sich gewinnen. Auf dem Salzburgring gab es gleich einen Doppelsieg. Stefan Dörflinger siegte vor Hubert Abold, beide auf Krauser Zündapp-Maschinen.
Dörflinger wurde 1984 erster 80 Kubikzentimeter Weltmeister. Abold errang den Vizetitel. Gab es die Firma Zündapp nicht mehr. Krauser musste alles wieder allein finanzieren. Herbert Rittberger konstruierte aus der nun alten Zündapp eine völlig neue 80 Kubikzentimeter Maschine. Beim großen Preis von Deutschland in Hockenheim war die neue Krauser-Rittberger-Konstruktion unschlagbar. Dörflinger fuhr einen Start-Ziel-Sieg heraus. Zweiter wurde Gerhard Weibel ebenfalls auf einer Krauser. So wurde Stefan Dörflinger 1985 auf einer echten Krauser erneut Weltmeister und die Firma Krauser zum ersten Mal Markenweltmeister. Dazu einige Bemerkungen von Stefan Dörflinger selbst. Wenn man es so anschaut, ist das eigentlich die erfolgreichste Saison, wo ich bis jetzt bestritten habe. Nicht von den Siegen her, sondern das ist das erste Mal, dass wir mit dem Krauser Weltmeister geworden sind und gleichzeitig auch Markenweltmeister. Das heißt, es ist das erste Mal, dass der Krauser überhaupt Markenweltmeister geworden ist. Und da habe ich ganz spezielle große Freude dran. Weil da ist mir auch viel am Herzen gelegen, dass er das endlich mal hat, den Titel. Und das ist eigentlich ein Geschenk für ihn, denn ein Mensch, der so viel macht für einen Rennsport, das ging ja gerade unser Team ohne ihn überhaupt nicht. Und da bin ich eigentlich sehr froh darüber. Und so ging es in der Statistik weiter. Dörflinger wurde viermal Weltmeister. Auch Gerhard Weibel und Peter Oettl holten noch viele Siege für die Firma Krauser nach Mering. Man könnte die Reihe der Erfolge noch lange fortsetzen. Man denke nur an Karl Mayer, den vierfachen Sandbahnweltmeister, der auch von Mike Krauser unterstützt wurde. Der Gick, wie ihn seine Freunde gern nannten, wird jedem Motorsportfreund sehr fehlen, auch uns. Stimme da der Mäschergreifer. Jetzt wissen natürlich alle, wo wir hin waren. Die Spanier waren da, der Ludwig hat mich auch verraten, die spanische Lüse. Ich habe meine andorianischen Hosentrager schon umgezogen. Jetzt wisst ihr nicht genau, wo wir hin waren. Wir fahren ja gar nicht nach Spanien. Wir fahren ja nach Andorra. Das sagt jetzt. Ich meine, Ausrüstung habe ich. Aber eine Stirn nicht. Ich trainiere alle mit der Edith. Die macht eine Stirn. Das ist bei von einem echten Torero. Genau, die Stirn gebrochen.
Sag mich. Also, soweit so gut. Die Schärfe habe ich natürlich heute nicht dabei.